In der Kunst können wir nicht klug sein. Schön muss man sein. Natürlich gibt es noch Ziele, für die es sich lohnt zu kämpfen. Nur sind sie vielleicht nicht mehr so bedeutsam. Für die wichtigste Sache, den Weltfrieden, kann ich nicht kämpfen. Dieses Problem kann ich nicht lösen. Da bin ich zu unbedeutend. Ich bin jedoch überzeugt, dass die Welt früher oder später eine Lösung finden wird. Man wird die Grenzen abschaffen. Jeder wird zwar seine Sprache behalten, doch es wird eine gemeinsame Sprache geben, zum Beispiel Englisch, mit der wir uns alle verständigen können. Ich glaube an die Globalisierung, an eine vereinigte Welt. Ich glaube nicht, dass ein normaler Zuhörer den dritten oder vierten Satz der Hammerklaviersonate wirklich genießen kann. Auf der Bühne muss man alles sehr aufrichtig erzählen, sonst ist das Resultat uninteressant. Hát igen, hát erre vigyázni kell, össze kell nézni jobban. És annyira és nem vagyunk együtt, azért, mert különböző féle agogikákat. Igen, hát itt egy nagy feszültségnek kell lenni. Zum Zeitpunkt des Aufstandes war ich 4 Jahre alt. Bis 1970, also bis zu meinem 18. Lebensjahr, erlebte ich eine relativ friedliche Zeit. Trotz sehr großer Entbehrungen fühlte ich mich sehr wohl.
Das Schlimme ist, dass auch die Künste verkümmern. Und ich sage das als ein radikaler Avantgardist. Sie verkümmern ganz einfach. Und auch die Erudition, der Bildungsanspruch, die Fruchtbarkeit verlieren an Kraft. Worin siehst du da die Ursachen? Eigentlich mag ich solche großen Worte nicht. Aber ich muss es doch so formulieren. Das Zeitalter der Künste geht vielleicht zu Ende. Natürlich kann es nie endgültig zu Ende gehen. Denn solange es Menschen gibt, wird es auch sicher die Künste geben. Aber mir scheint, als ob wir jetzt die letzten Jahre einer großen Epoche erleben würden. Ich merke es irgendwie am Publikum, nicht nur in Ungarn oder in Amerika, sondern überall. Aus irgendeinem Grund besitzen die Menschen nicht mehr diese Fähigkeit der Aufmerksamkeit wie früher. Natürlich, wenn ein Pavarotti kommt, gibt es einen Riesenerfolg. Aber um auf das Wesentliche zu achten, nimmt man sich keine Zeit mehr. Man wird tagtäglich mit so vielen Informationen berieselt, dass da der eine oder andere gut gespielte Bartok-Takt unweigerlich verloren geht. Hogy ebben elvész egy-egy jobban sikerült Bartók ütem. Nem fér bele a cissz érdekes módon. Hát itt aztán meg végképp nem, mert akkor a bal kezet kéne egyetlen nagy akkorddal megtámogatni. Nincs kihasználva most, tehát itt valahogy azt hiszem talán le kéne menni jobb kézzel. Hogyha ezt sikerülne a bal kézzel együtt eljátszani, akkor a jobb kézzel le kéne menni bővíteni az akkordot, a felrakást. Na, pillanat. Igen, hogyha gisszig megyek, akkor már megtripláztam. Tehát nem kéne gisszig lemenni, csak hájig. Na, ez a jó. Na, jó. De hogyha itt az ét, akkor már ez se kell. Akkor már ez se kell. Hát egyébként... Ich glaube, jede Transkription entsteht etwa so, dass man immer wieder versucht, das Essentielle dessen, was das Orchester spielt, herauszuhören. Es sind irgendwelche schwer erklärbaren Befehle, die das Gehirn vermittelt, damit die Ähnlichkeit zum Orchesterstück wenigstens im eigenen Ohr bewahrt bleibt. Obwohl, es ist ja klar, dass sie nur in Spuren vorhanden sein kann. Man versucht alles Mögliche, zum Beispiel mit der Pedaltechnik. Ich weiß, dass viele diese Meinung nicht teilen, aber die Ähnlichkeit zwischen dem Original und der Transkription muss in jedem Fall bewahrt bleiben. Sonst entsteht doch eine neue Komposition. Nagyon sokan nem ezen a véleményen vannak. Ha nem hasonlít az átirat az eredetire, akkor már egy új kompozíció. Wie die Transkriptionen von Gould. Er hat das Siegfried-Idyll so übertragen, dass er die liegenden Stimmen bewegt hat. Er spricht viel darüber in seinen Interviews.
Im Grunde ist schon was dran, da diese Methode das Gehirn zu neuen Lösungen anregt, während der von mir eingeschlagene Weg zu einer gewissen Verengung führt. Aber nur in kreativer Hinsicht. Was die klaviertechnische Seite betrifft, bietet er umso reichere Möglichkeiten. Ha a bal kezemmel megyek itt föl, akkor ott az E is. Ott az zongora középregisztered, csak egy picivel később. Viszont ügyes pedálozással meg, ügyes pedálozással ezt el tudom intézni, hogy a közönség úgy hallja, mintha már is ott lenne. Benne hagyok ebből az akkordból egy picit a pedálba. Körbe ennyit. Szerintem Horowitznak egyik nagy titka ez. Sokan Michelangelit nagy dobnak tartják, de én azt gondolom, hogy Richter valahol... Viele halten Michelangeli für größer, aber für mich gewinnt Richter dadurch, dass er sich auf einer metaphysischen Ebene bewegt, wo er seine Möglichkeiten und Perspektiven ins Unendliche auszuweiten versucht, auch wenn er, geben wir es zu, die Lösung nicht immer auf Anhieb findet. Aber wenn es ihm hier und heute nicht immer gelingt, gelingt es ihm morgen doch. Und, Verzeihung, deswegen schätze ich ihn mehr als Michelangeli, den ich allerdings noch nie schlecht spielen gehört habe. De viszont bejön másnap, és ez számomra, bocsánat, de több, mint Michelangeli, akit viszont nem hallottam még rosszul játszani.
Yes, 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 yes. Is it a motor one? A motor one. So does it have a motor which moves the tail? I see. Because we couldn't find that fish. So first we thought, why don't we use a living fish for that? Oh, poor fish. Maradok. Picit érezd a tremolóban. Egyszerű a dolog, hogy hát attól, hogy ez tempóban van, attól még nem vagyunk boldogak. Tényleg ilyen a Schubert balladáknak. Sok-sok beszélt. És tulajdonképpen abban van neked igazat, hogy ez nyugodt, hogy az a kezdődik, hogy vége valaminek, mint a Schumann koncert. Vége van. És még egyszer vége van. Hát akkor hogy megyünk tovább? Szóval, hogy ezzel úgy hülyéskednék, igen. Igen. Ezt egyenesen csinálom, ezt a tremolót. Tulajdonképpen ilyen dolgokban, majdnem azt mondom, ha te tremolózol, valami úgy izgalmat, hogy mit tudom én, akár egy mikroszkopikus crescendóban, vagy beles... Ez, ugye? Igen. Érezhető? Szóval? Igen, tehát, hogy egyszerűen mindenütt... Thank you.
hogyha egészen komolyan felteszem magamnak a kérdést, hogy... Manchmal stelle ich mir ganz ernsthaft die Frage, ob Bismarck nicht doch recht gehabt hat. Jetzt glaube ich immer fester daran, dass es in der Tat keine größere Tragödie gibt, als Sohn eines kleinen Volkes zu sein. Das gilt allerdings nicht für die Musik, also für mein Gebiet. Es ist ja ein universaler Bereich, wo die nationale Zugehörigkeit besonders heute nicht mehr so wichtig ist. Mert az ugye egy univerzális terület, hát ott végeredményben nem lehet már nemzetekhez kapcsolni, különösen most a dolgot. Meg hát aztán itt van Bartók. Und wir haben einen Bartók, der neben all seinen internationalistischen Absichten etwas zutiefst Ungarisches zum Allgemeingut gemacht hat, was die Welt nicht gern zur Kenntnis nehmen wollte, aber wohl musste. És amiről a világ kénytelen volt tudomást venni. Nem szívesen vett róla tudomást, úgy érzem, de kénytelen volt róla tudomást venni. Márciusában Jenei Zoltán közvetítésével egy zenekari darabra kaptam megrendelést. Az állami hangversenyzenekartól, illetőleg Ötvös Pétertől származott a kérés. Im März dieses Jahres hat das ungarische Staatsorchester bei mir eine Orchesterkomposition bestellt. Erst Ende April konnte ich damit anfangen. Olyan április vége felé nem volt előbb időm ugyanis. És hát ugye als ich etwas später von den Ereignissen in Tschernobyl erfahren habe, hatte ich noch kaum etwas geschrieben. Diese Tragödie hat aber dann alle meine Gedanken dermaßen beherrscht, dass sie natürlich in jedem Ton meines Stückes präsent ist. Nichts geschah, bis ich der staatlichen Konzertagentur den Titel bekannt gab. Die haben mir dann vor ein paar Tagen mitgeteilt, dass dieser Titel unhaltbar sei und geändert werden müsste. Közölték velem, hogy ez a cím tarthatatlan, és meg kéne változtatni. Most én erre hát nem vagyok hajlandó. Megkérdeztem, hogy miért. Ez volt az első kérdésem. Als ich nach dem Grund gefragt habe, erhielt ich die Antwort, dass der Titel die Interessen der Sowjetunion verletzen würde, beziehungsweise, dass man eine Großmacht nicht dermaßen beleidigen könne. Womit? Mit diesem Titel. Ich sagte Ihnen, dass das Nonsens ist und zugleich lächerlich, da mein Titel nicht das Böse, das verdammte Tschernobyl oder dergleichen heißt, sondern einfach Tschernobyl als Memento.
barátságos beszélgetéseket folytattam, de nem sokat, kettőt vagy hármat, az illetékesekkel. Ich führte einige freundliche Gespräche mit den Verantwortlichen, das heißt mit einem Angestellten der Propagandaabteilung der Partei und dem Direktor bzw. dem künstlerischen Leiter der staatlichen Konzertagentur. Es wurde allgemein behauptet, dass der Titel Tschernobyl 86 propagandistisch sei. Ich sah das natürlich nicht ein. Aber dann habe ich gedacht, warum kann man ihn nicht als Untertitel nehmen und als Haupttitel ein noch deutlicheres, noch schärferes Wort wählen? So heißt es jetzt Memento und als Untertitel Tschernobyl 86. Aber natürlich nicht in Klammern. Und was hat sich dadurch geändert? Der Unterschied besteht darin, dass der Haupttitel den Untertitel in den Hintergrund gedrängt hat. Das heißt, in den Rezensionen musste man sich nicht mehr unbedingt auf die Ereignisse in Tschernobyl beziehen. Und so geschah es tatsächlich öfters. Das Stück wurde in einigen Programmangaben nur Memento genannt. In anderen Fällen haben sie das Wort Tschernobyl willkürlich in Klammern gesetzt. Es ist natürlich überhaupt nicht so wichtig. Aber es wirft doch ein bezeichnendes Licht auf die defensive Denkweise dieser Leute in Ungarn, die nur noch aus Selbstschutz handeln. Noch ein Beispiel ist mein Konzert mit Dorati. Es wurde vom ursprünglich geplanten Datum, dem 22. Oktober, plötzlich auf den 21. Oktober vorverlegt, weil der 22. Oktober der Vorabend der 30-jährigen Wiederkehr des Aufstandes war. Kein Mensch dachte daran. Es ist absolut ohne Bedeutung. Aber es fiel wahrscheinlich einem übereifrigen Parteibürokraten ein, der es daraufhin bei der oberen Parteileitung meldete. Die sind sofort wach geworden. Ach, natürlich, es ist ja der Vorabend. Und der Kocsis, verlegen wir also das Konzert. Es ist doppelt traurig, dass Propaganda- und Protokollchefs so über das Schicksal von Hunderten von Menschen entscheiden können. Vieles beschäftigt mich an dem Aufstand von 1956 und allem, was damit zusammenhängt. Niemand leugnet, dass es Gründe für diesen Aufstand gab. Wenn es aber Gründe gab, und zwar sehr ernsthafte, sehr schwerwiegende Gründe, wie kommt es dann, dass ja angeblich das Werk von kriminellen und pöbelhaften Elementen war, wie es in Ungarn offiziell immer noch behauptet wird. Es ist sehr billig zu behaupten, dass die Ideen zwar gut sind, aber an der Umsetzung in die Praxis würde es hapern. Was heißt das? Wenn eine Idee gut ist, lebt sie auch in der Praxis. Wenn wir die Ursachen des Aufstandes analysieren wollen, und schließlich müssen wir hier die Triebfedern des Ganzen suchen, dann darf man nicht vergessen, dass es in Recsk ein Arbeitslager gab
und in Gott weiß wie vielen Orten des Landes noch. Das Lager in Recsk ist nur das berüchtigste. Wenn ich richtig informiert bin, gibt man es offiziell immer noch nicht zu. Ez az, amit nem ismer el a hivatalos magyar vezetés, úgy tudom még ma sem. A forradalom után... Nach dem Aufstand machte man dem Volk wichtige Zugeständnisse. Und deswegen kann ich ihn nicht Gegenrevolution nennen, wie die Sprachregelung in Ungarn es vorschreibt. Denn letztlich gewann das Volk, sowohl im übertragenen wie auch im konkreten Sinn. Átvitt értelemben mégiscsak a nép nyert. És konkrétan is természetesen. Ich habe eine ausgesprochene Vorliebe für Platten. Ich sammle sie auch und ich liebe die Konservenmusik. Natürlich mag ich den Vorgang der Konservierung nicht so sehr. Sondern das Einfrieren des Augenblicks? Genau, das Einfrieren des Augenblicks. Denn wir versuchen ja dauernd, den Augenblick durch Archivieren
aufbewahren, ablichten, abfilmen und so weiter, zu verewigen. Dieser Augenblick wird doch niemals zurückkehren. Lefotózunk, lefilmezünk mindent. Hát az soha nem fog az a pillanat már visszajönni. Lehet, hogy jobban fogom játszani. Es ist möglich, dass ich diese Stücke in 10 Jahren besser spielen werde. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht entferne ich mich von ihnen. Und dann hat es sich doch gelohnt, diesen Augenblick festzuhalten. I begin a new phrase here. This kind of interrupted climb up, if you want that. I like that. I like that. Start lower again. Lower, and it goes a little bit higher, and a little bit higher when bridge climbs here. Right. Anyway, I like this take. The second half of the last take, I... Definitely, yeah. Wie siehst du dich als zukünftiger Vater? Denkst du darüber nach? Natürlich denke ich ständig darüber nach. Eigentlich möchte ich ja eine große Familie. Kannst du dir vorstellen, dass das eine solche Veränderung in deinem Leben ist, dass du alles neu bewerten wirst, dass alles in einem neuen Licht erscheinen wird? Ja. Ich glaube, dass es das Ende meiner Kindheit, meiner Jugend bedeutet. Ich erlebe jetzt die letzten Tage meiner Jugend. Az utolsó napjait élem az ifjúságomnak most. Ki gondolta volna, hogy ilyen hamar meghal? Wer hätte geahnt, dass so früh stirbt? Sonst wäre es wahrscheinlich 1982 zu einer persönlichen Begegnung gekommen. Er traf sich ja gelegentlich mit Menschen. Sicherlich hätten wir unendliche Diskussionen geführt, denn ich hätte es nicht ausgehalten, ihn nicht danach zu fragen, was die Stelle mit dem Übereinanderkopieren von zwei Klavieren mitten in der Meistersinger-Ouvertüre zu suchen hat. Oder auch seine Manipulation mit dem Playback in der Mitte von Siegfrieds Reinfahrt. Playback-kel való operálás. Hát
Es kann sein, dass wir uns gründlich in die Haare gekriegt hätten. Ich hätte ihn sicher gefragt, warum er Bartók nicht wirklich gemocht oder warum er vor den französischen Impressionisten so einen Widerwillen gehabt hat. Es wäre wohl kaum zu vermeiden gewesen, dass man während eines Zusammentreffens auch über solche Fragen gesprochen hätte. So wichtig mir auch eine Begegnung mit ihm gewesen wäre, Anfang der 70er Jahre wäre es noch wichtiger gewesen. In dieser Periode, wo ich sehr stark von ihm beeinflusst war, hätte mir eine Begegnung mit ihm wohl das meiste gebracht. Mir waren auch die Porträtfilme über ihn zu diesem Zeitpunkt sehr wichtig, als ich mir über seine Beziehung zum Instrument noch keine Vorstellung machen konnte. Für mich war das ganz neu und ich habe sehr viel daraus gelernt. Naturgemäß entfernte ich mich später von ihm. Und obwohl er mich auch jetzt noch sehr interessiert und auch mein ganzes Leben weiter interessieren wird, schöpfe ich doch heute weniger aus ihm als früher. Tehát, hogy még egy szólamot beiktatok. Persze nagyon nehéz lesz, mert mindenféle ilyen futamokkal kell bűvészkedni, hogy maga a hang is szóljon a téma, amelyet hüvelyik újra tennék főleg. Tehát... Hát most nem lehet, mert ez a szólam... visszamegy ére, és közben van egy G is itt már. Tehát... Ennek muszáj második ujjal játszva lenni, csak hát ez meg megint őrült nehéz, mert a hüvelyik ujjal könnyedén csépel az ember, viszont ugyanez mutató ujjal nagyon nehéz. Szóval ezeken még gondolkozom.
Ich weiß nicht mehr, seit wann ich schon plane, mein Streichquartett zu beenden. Aber ich komme ganz einfach nicht dazu. Nicht einmal den Feuerzauber konnte ich bisher abschreiben. Ich habe einfach keine Zeit. Jetzt muss ich die Bartok-Rhapsodie vorbereiten. Ich glaube, wenn ich diese Plattenaufnahme hinter mir habe, fällt mir ein Stein vom Herzen. Weil ich mich dann, trotz USA-Tournee, mit dem neuen Repertoire beschäftigen kann. Vor allem mit Schuberts großer A-Dur-Sonate. Und daran kann ich bequem arbeiten. Das heißt, nebenbei mich auch mit anderen Dingen befassen. Wie zum Beispiel mit dem Streichquartett. Das sind meine nächsten Pläne. És azon kényelmesen tudok dolgozni, mert kényelmes munka alatt azt értem, hogy mást is tudok közben csinálni, befejezhetem a Vonós négyes például. Szóval ez a legközelebbi terv. Im Moment denke ich an keine neue Transkription. Eigentlich hätte ich schon lange den letzten Teil der Götterdämmerung aufschreiben sollen. Das ist die einzige meiner Transkriptionen, die ich noch nicht fixiert habe. Az az egyetlen olyan átíratom, amelyet nem rögzítettem még papírra. Thank you.
arra szoktam a legtöbbet gondolni, hogy Bartók itt nagyon sokat játszott a nagy teremben. Immer muss ich daran denken, dass Bartók hier im großen Saal der Musikhochschule sehr oft aufgetreten ist und nie ein volles Haus gehabt hat. Das ist wirklich tragisch. Ich werde großen Spaß im Konzert haben. Wenn man sich allerdings überlegt, wo man spielt und wie wichtig so ein Konzert ist, dann ist ein Soloabend in der Carnegie Hall eben doch keine Kleinigkeit.
Egy ilyen Carnegie Hall-beli, főleg szóló est, hát azért az nem akármi. Ich habe das Gefühl, dass ich dieses Konzert vielleicht in Deutschland hätte geben sollen. Mit dem vielen Schubert, meinst du nicht? Und hier lieber Rachmaninov und das Zugabe Gershwin? Ja, vielleicht. Wobei ich nicht weiß, ob die Leute Rachmaninov nicht schon satt haben. Und ein kurzes Bartok-Stück? Ja klar, Paprika aus Ungarn. So viel hängt von den Erwartungen ab. Im Konzert setzt man sich ans Klavier und spürt sofort, was von einem erwartet wird. Und inwieweit man das im Augenblick erfüllen kann. Wenn die große Begegnung glückt, dann ist es gut. Und der Künstler spürt sofort, ob es dazu kommen wird. Und wahrscheinlich spürt es das Publikum auch. Gestern hatte ich insofern Glück, als mir das alles egal war. Es gab während der Schubert-Stücke lange Minuten, wo ich vollkommen vergessen habe, wo ich war. Ich habe einfach nur gespielt. Wenn wir schon in New York sind, was meinst du, wie hat Bartok sich hier gefühlt? Er hatte sicherlich wahnsinniges Heimweh. Seine Krankheit und die fremde Lebensform waren sicher sehr schwierig für ihn. Aber das Heimweh war doch das größte Problem. Ich behaupte, dass er das Concerto ohne Amerika nicht geschrieben hätte. Dieses Gefühl habe ich weniger bei der Solosonate und dem dritten Klavierkonzert. Er hat sich wohl das Heimweh mit dem Concerto von der Seele geschrieben. Wir wissen ja, dass er gesagt hat, schade, dass ich mit vollem Gepäck gehen muss. Deswegen denke ich, dass seine kreative Kraft noch lange nicht erschöpft war. Zumal er 2,5 Jahre nicht komponiert hatte. Das muss doch zu einer unglaublichen schöpferischen Aufladung geführt haben. In dieser Hinsicht hat er sich also bestimmt nicht schlecht gefühlt. Und die Tatsache, dass man sich seiner nicht angenommen hat, mag ihren Grund darin haben, dass die Leute sich keine Zeit mehr nehmen, um zu den wesentlichen Dingen vorzustoßen. Man nimmt sich immer weniger Zeit. Man hat ganz einfach keine Zeit. Ich kann mir vorstellen, dass diese Welt hier damals schon so war. Und da Bartok es kaum zuließ, dass man in seine Nähe kam, haben die Leute auch bald aufgehört, an ihn heranzutreten. Er war nur wenigen bekannt und vielleicht waren das auch nicht die richtigen Leute. Dass er zum Beispiel einem Toscanini nie begegnet ist, gibt doch zu denken.
Oder wie wenige Leute an seinem Begräbnis teilnahmen. Oder dass die New York Times über seinen Tod nur in 7 Zeilen berichtet hat. Volt összesen a New York Times-ba akkor Bartók haláláról. Azért ez elgondolkoztató. Ugyanakkor viszont Bartók halála után... Auf der anderen Seite wurde hier Bartóks Musik nach seinem Tod außerordentlich populär. Letztlich überrascht mich das auch nicht besonders. Schau, kaum war Glenn Gould gestorben, schon stieg der Verkauf seiner Platten um das 50-fache. Entsetzlich. Ja. Man muss schon sterben, um Aufmerksamkeit zu erregen. Es dauert nicht mehr lange. You are a marvel. You are unique. In all of the world, there is no other child exactly like you. In the millions of years that have passed, there has never been another child like you. And look at your body. What a wonder it is. Your legs, your arms, your cunning fingers, the way you move. You may become a Shakespeare, a Michelangelo, a Beethoven. You have the capacity for anything. Yes, you are a marvel. And when you grow up, can you then harm another who is like you, a marvel? You must work, we all must work, to make this world worthy of its children.